Ich zeig's dir einmal. Ja. Ein bisschen mehr Schwung, dann ist es locker. Hi Leute, Aaron hier. Heute möchte ich Parkour lernen. Und deswegen gehen wir jetzt den Amadei suchen. Und er wird uns wahrscheinlich hoffentlich genau beibringen, wie es abgeht. Let's go! So, wo ist denn der Amadei? Suchen und suchen. Bin ich mal gespannt, ob wir ihn noch finden heute. Ja, ich glaube, da hinten ist er schon am Rumhüpfen. Der Amadei macht sich gerade warm, so wie es aussieht. Hi Amadei. Grüß dich. Jetzt, gut angekommen? Ja, gut. Sind wir jetzt endlich angekommen hier in Berlin. Ja. Langen Weg, aber endlich da und ja, sind bereit durchzustarten bei dir. Ja, cool, alles cool. Ich habe mich schon ein bisschen warm gemacht, aber wir machen uns auch gleich nochmal zusammen ein bisschen warm. Hast du meine Tutorials schon gesehen vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Ich habe deinen Kanal schon abgecheckt, einige Videos schon gesehen. Richtig Hammer. Geil, also ich bin echt gespannt. Cool. Und hat dir irgendwas besonders gefallen, was du unbedingt lernen willst heute? Oder? Ja, ich habe gesehen deinen Backflip, wie du so Doppel-Backflip machst, also von ganz oben. War schon richtig krass und ja, ich habe einen Wunsch, dass du mir mal wieder den Backflip beibringst. Also ich konnte den eigentlich früher und heutzutage habe ich irgendwie ein bisschen Hemmungen, weil ich den schon ganz lange, schon jahrelang nicht mehr gemacht habe. Und ja, wollte fragen, ob du mir da ein bisschen weiterhelfen kannst. Ja, na klar. Das ist kein Ding. Wenn du ihn schon mal konntest, dann wird es ganz schnell gehen. Dann zeige ich dir ein paar Tipps, wie du ihn auf jeden Fall locker hinkriegst. Gib ein bisschen Hilfestellung und dann machen wir das heute noch. Alles klar. Aber gut, die Krafttraining kommt auch nicht zu kurz. Let's do it. Fangen wir an, oder? Okay, dann fangen wir an mit der ersten Übung. Wir machen ein bisschen Aufwärmtraining für Arme und Beine. Als erstes für die Beine nur. Stellst du dich hier einfach neben mich direkt. Und wir springen einfach 10-mal. Hier gegen mit beiden Füßen, stoßen uns ab, landen hier wieder an der gleichen Stelle so und springen direkt wieder los. Und das 10-mal. Okay. Okay? Soll ich einmal zeigen oder? Ja? Okay, also einmal. Und wieder springen. Genau. Ja. Okay, und los. Die nächste Übung ist eigentlich fast das gleiche, nur das, was diesmal mit den Armen machen. Also von hier, gleicher Abstand ungefähr, so dass du schon ein kleines Stück fliegst. Du kommst hier mit den gestreckten Armen an, gibst langsam nach, bis du mit der Brust auf dem Ding bist und stößt dich dann wieder richtig schön nach hinten raus und gleich wieder los. Ich zeig's noch einmal. So. Und zurück und gleich wieder los. Okay. Okay, auch 10-mal. Und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Genau. Okay, kurz aus der Kern. So wird man sicherlich gut warm. Okay, kannst du noch ein bisschen oder bist du schon warm genug? Kannst du noch? Ja, ja. Gut, dann machen wir das gleiche, nur abwechselnd beide Sachen. Also erst mit den Füßen gegen, zurück, landen, Hände gegen, zurück. Insgesamt 10 Sprünge, also beides jeweils 5-mal. Okay, mit was fangen wir an? Füße? Okay, 1. 2. Ja, jetzt beim Aufwärmen hat er sich sehr gut gemacht. Man sieht, dass er motorisch auf jeden Fall gut begabt ist. Ich habe jetzt keine Angst, auch ein paar schwerere Sachen mit ihm zu machen. Ich vertraue da voll und ganz drauf, dass ich da gut einschätzen kann. Mal sehen, was er alles so hinkriegt. Okay, jetzt machen wir nochmal eine Übung zum Aufwärmen. Danach sind wir auch noch fertig mit dem Aufwärmtraining. Ist auch nochmal ein bisschen Kondition. Ich zeige dir einmal, wie du am besten rüber gehst.
am besten links, also je nachdem, was du magst, links oder rechts, eine Hand drauf und seitlich rüber gehen. Kannst am Anfang auch erst einen Fuß raufsetzen und rüber, so. Oder du machst es halt ohne Fuß aufsetzen und einfach rüber. Das machen wir jetzt einmal so schnell wie du kannst, bis nach hinten an die Wand tippen und zurück an die Wand tippen. Jetzt bin ich aber gespannt. Nicht schlecht. Okay, jetzt bist du dran. Alles klar. Wir haben uns jetzt ein bisschen warm gemacht hier. Ich bin jetzt sicher, aber gut warm. Und ich bin jetzt wirklich bereit, mal ein bisschen was Krasseres durchzustarten. Ich hoffe, dass Amadei mir was Geiles hier zeigen kann. Später machen wir noch den Backflip. Bin gespannt. Okay, ich zeig dir jetzt noch eine kleine Kraftübung. Die hilft dir auch bei der nächsten krasseren Sache, die wir dann machen. Die wirst du auch locker hinkriegen. Hast ja mehr Muskeln als ich. Dürfte kein Problem werden. Okay. Bei dem stellen wir uns jetzt erstmal so an die Wand. Da ist nur noch die Hände auf der Mauer liegen oben und dann ziehst du dich einfach nach oben, nur aus den Armen. Und oben rauf. Bei ihm läuft's. Ja, ich probier's mal. Ja, geil. Ist ja kein Problem für dich. Dann können wir gleich weitergehen zur nächsten krasseren Übung. Da brauchen wir das Hochziehen dann auch. Aber da haben wir noch ein paar geilere Sachen davor. Kommen wir drüber, dann gehen wir da hinten gleich hin. Den Stangen. Okay, jetzt gehen wir hier. Ne? Das ist direkt gegenüber. Machen wir ein bisschen was Krasseres. Wir springen von dem Block direkt an die Stange ran, ziehen uns hoch und gehen rüber. Okay, zeigst du es mir? Ja, klar. Kann ich dir einmal zeigen. Wow. Soll ich mal probieren? Wir machen erstmal eine kleine Vorübung. Wir springen da nicht direkt von dem Block ab, das ist ein bisschen schwerer, sondern rechts erstmal von den kleinen Stufen. Zeige ich dir einmal noch. Also, springst nicht von dem hohen Ding ab, sondern einfach mit einem Bein hier. Von der oberen Stufe erstmal. Ziehst ein Bein gleichzeitig hoch, die Arme. Und wichtig ist, dass du zuerst mit den Füßen landest, gleichzeitig. An der Wand, dass du den Schwung wegnimmst und nicht vorher dagegen knallst gegen die Wand. Erstmal von hier gegen und abfangen und dann erst mit den Händen ran. Ja, also man sieht das von hier wahrscheinlich nicht. Man muss es gleich von der Seite mal sehen, dass es wirklich ein weiten Sprung ist. Ja? Von der Treppe bis zur Wand. Schon ordentlich. Genau. Okay, war eigentlich gut, aber hast halt gemerkt, du bist noch ziemlich stark gegengeknallt, war ganz schön laut. Probier es noch mehr mit den Beinmuskeln abzufangen, dann geht es nicht so auf die Knie. Also schön erstmal gestreckt landen und dann langsam nachgeben, dass es schön soft ist, dass du nichts hörst, wenn du gegen die Wand gehst. Zeig's noch einmal. Also Alon macht sich bis jetzt auf jeden Fall sehr gut. Er hat eine extreme Power an den Beinen, das merkt man. Dadurch macht er einiges wieder gut, was an Technik noch ein bisschen hapert. Aber den Backflip müsste er eigentlich locker hinkriegen. Super Voraussetzungen zu, hat die Power, die man dafür braucht. Ja, solange er keine Angst davor hat, wird es auf jeden Fall klappen. Wir sind jetzt hier Mitte drin, die Knie tun schon ein bisschen weh, man merkt schon richtig, diesen Sprung, wo ihr jetzt gerade gesehen habt, ist schon ziemlich weit. Es wird auch ein bisschen kalt hier, ich ziehe mir jetzt meine Weste an
und die machen auf jeden Fall noch weiter. Ich bin gespannt, was der Amadei mir noch zeigt jetzt. Ich will auf jeden Fall noch einiges lernen. Später machen wir noch auf jeden Fall einen Backflip. Also ich hoffe, ich habe so gesagt, dass ich heute nicht nach Hause gehe, ohne den Backflip mindestens zu können. Bin ich mal gespannt. Also weiter geht's hier. So, Amadei, ich finde es richtig krass, was du so drauf hast und so. Und die ganzen Tricks und alles. Vor allen Dingen deine Backflips und so, was ich auf Video schon gesehen habe. Und das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ich habe dem nämlich gesagt, dass ich heute nicht nach Hause gehe, ohne den Backflip wenigstens zu schaffen. Deswegen möchte ich, dass du mir den beibringst. Dann okay. Schauen wir mal. Schaffst du auf jeden Fall, hast genug Power. Wenn du keine Angst davor hast, dann schaffst du ihn locker. Einfach mal ausprobieren. Ja. Hier ist eine weiche Wiese, da können wir es mal erstmal testen. Das ist nicht so schlimm, wenn du nicht ganz rumkommst. Ja. Auf dem Kopf solltest du nicht landen, aber ja, wenn du ein bisschen mit den Händen oder Knien aufkommst, noch, ist okay. Es nicht ganz so schlimm auf dem Boden hier. Ja, dann mache ich direkt hier drauf. Ja. Ne? Ich kann es dir nochmal zeigen. Ja? Machst du ihn eher gestreckt oder klein? Ich mache den eher, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Woher soll ich das wissen? Fährst du deine Beine dabei an oder nicht? Ich denke mal schon minimal, ja. Okay, ich zeig dir einfach zwei verschiedene Varianten. Okay. Erstmal die gestreckte. Okay. So war es halt mit Ruhrkreuz. Ja. Ist vielleicht erstmal leichter. Und wenn du dich schön klein machst, richtig schön mit Technik, so wie du ihn auf dem Boden auch machen würdest, dann wäre es so ungefähr. Wow. Ja, geil. Geiles Teil. Yeah. Wow, Leute, also ich bin echt zufrieden. Backflip geschafft. Also die Mission von mir heute persönlich geschafft. Und jetzt wollte ich fragen, Amadei, was steht noch an? Was machen wir denn jetzt noch? Ja, ich kann dir jetzt noch mal zeigen, wie man hier ganz locker einfach runtergeht. Aber nicht halt die Treppe rechts, sondern einfach ein bisschen im Parcours-Style. Okay, ein bisschen Freestyle. Ja, einfach worauf du Bock hast. Ja. Ich zeig dir jetzt einen Weg, du kannst dir einen eigenen aussuchen dann. Also ich würde jetzt einfach hier runter auf die Stange, rüber, rüber, rüber und runter. Zeig's einmal. Alter Schwede. Da ist er gesprungen wie ein Känguru, der junge Mann. Geil. So, ich denke mal, wir sind hier soweit durch. Auf jeden Fall gibt es noch mal einen kompletten Run, Freestyle. Ich werde mein Bestes geben. Was willst du machen? Ich laufe einfach parallel zu dir mit, guck ein bisschen, was du machst. Okay. Versuch dich nicht abzuhängen und mach einfach ein paar kleine Tricks. Gut. Dann auf okay, geht's. Los. Hätte nicht gedacht, dass es am ersten Tag gleich so gut klappt. Hast auf jeden Fall Talent. Ja, bleib dabei. Ich war auch mal jung, bin auch mal die Bäume geklettert, über Mauern gesprungen und so. Ich war auch ziemlich aktiv, als ich klein war. Aber schon geil war. Sieht man auf jeden Fall. Macht Spaß. Gute Sache. Ja, morgen sind wir an einer anderen Location. Da werden wir auch noch mal einen geilen Run machen. Da zeige ich dir noch ein paar schwierigere Sachen. Hier ist erstmal Essen, oder? Ja, Essen. Ich brauche es immer gut. Moin Leute, Alon hier. Tag Nummer 2. Gestern war der Tag richtig gut. Ich hatte zwar ein bisschen Schmerzen hier im unteren Rücken und an den Knien und so weiter, aber passt schon. Wir schauen mal heute, was wir heute noch machen. Amadei steht schon hier gerade. Hi, grüß dich.
Hey, wie geht's dir? Und gut geschlafen. Ja, und du? Alles fit bei dir noch oder Muskelkater? Ja, ich habe schon Muskelkater und so von gestern. Tut ein bisschen weh, aber egal, wir machen durch. Schau mal, was wir heute noch machen. Ja, ist ja normal, wenn du das erste Mal sowas machst, ist ja eine andere Beanspruchung als beim Fitness oder so. Ja, ja. Da merkst du es dann im Bauch und Rücken und so, auf jeden Fall, Oberschenkel. Auf jeden Fall. Aber wir machen uns jetzt richtig gut warm und dann kannst du heute auch wieder ein bisschen was machen. Hast du schon was vorbereitet? Ja klar, hier die Treppen. Alon hat heute früh leider ein bisschen Rückenschmerzen gehabt. Ist erst fast gar nicht aus dem Bett gekommen, weil er sich irgendwas eingeklemmt hat. Deswegen werden wir heute ein bisschen lockerer rangehen. Vielleicht lieber ein bisschen mehr auf die Technik achten. Dass wir üben, die Sprünge richtig schön abzufedern, dass es nicht so auf den Rücken und nicht so auf die Kniegelenke geht. Und dann sollte heute auch auf jeden Fall was drin sein. So Leute, jetzt sind wir sicher, gut und warm. Und am liebsten werde ich mich hier hinhocken auf die Wiese und ein paar Äpfel essen hier. Aber Amadei hat was anderes vor. Hier sind einige Obstacles, die wir durcharbeiten müssen. Von daher legen wir jetzt mal los. Schauen wir mal, wie es wird. Ne? Okay, wir machen jetzt was ganz Lockeres. So eine Basic-Übung, was man ganz am Anfang immer macht beim Parcours. Das ist einfach, wie man über irgendein Hindernis rüber geht schnell, über eine Mauer. Da kommt auf jeden Fall das Gute, was wir gestern trainiert haben, mit dem Hochziehen. Wenn du das kannst, ist das hier easy. Also jetzt können wir sogar noch den Fuß dazu benutzen. Okay. Das heißt, wir nehmen Anlauf, gehen mit einem Fuß hier gegen, drücken uns hoch an der Wand, stoßen uns mit dem anderen Fuß nochmal ab und drücken uns dann hoch. Ich zeig's dir einmal. Ja. Gut. Und merkst du was im Rücken oder ist alles okay? Ja, also ich merk's nur im Bauch momentan, ein bisschen Knie. Aber am Rücken jetzt nicht so wirklich. Okay, also meinst du, wir können heute ein paar kleine Basics noch üben? Ja, können wir schon. Okay, probieren. Geil. Na, hier kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Eigentlich hatte ich geplant, dass wir einmal komplett runtergehen, also auf jede Mauer einmal rauf, runter und dann irgendwie wieder hoch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu hart wird mit den ganzen Sprüngen. Wir müssen mal ausprobieren. Ja. Okay, dann lass uns rübergehen. Ja, heute hier ist es perfekt für Präzisionssprünge. Haben wir ja gestern auch schon ein bisschen gemacht, die auf die Stange und so. Aber hier ist Beton drunter und es geht ein bisschen tiefer runter. Die Abstände sind auch größer. Also musst du ein bisschen mehr noch auf die Technik achten. Wichtig ist, dass du die Füße immer vor dem Körper hast. Dann kannst du den Schwung abfangen. Wenn die Füße hinterm Körper sind und landest, dann fällst du vorne rüber. Okay. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und guck immer über die Füße dein Ziel an, wenn du losspringst. Dann landest du eigentlich auch meistens drauf. Okay. Okay. Meistens. Dann legen wir los. Ja, gestern hast du es auch gut hingekriegt, dann wird es heute auch klappen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zu einer anderen Location. Okay, auf geht's. Alter, wie geil ist denn das hier? Ja, also hier ist jetzt ein bisschen zum Abschluss nochmal für den Oberkörper. Das ja. Damit es nicht so auf die Knie geht, haben wir hier ein paar Stangen. Zeige ich dir mal, wie man in den Stangen ein bisschen Parkour-Moves machen kann. Zum Beispiel von der Stange zur anderen Stange schwingen oder von der Stange an die Wand springen. Vielleicht, wenn du noch Lust hast, nachher von der Stange einen Backflip machen, schwingen und eine Rückwärtsseite machen. Oh. Einen Backflip kannst du schon. Vielleicht kriegen wir ihn heute auch noch hin. Müssen wir mal gucken. Das wollen wir probieren, aber das ist auf jeden Fall eine sicke Location, Alter. Boah, das ist geil. Dann lass uns anfangen. So Leute, wir sind hier jetzt angekommen. Paradies des Parkours, Profis sozusagen, mega geile Location. Wir werden jetzt hier ein paar Tricks machen. Ich weiß nicht, was der Amadei jetzt noch vorhat. Ich will auf jeden Fall was Neues lernen hier. Richtig geil. Von daher schauen wir mal, wie es wird. Ja, also jetzt sind wir hier beim Parkourpark. Hier gibt es ein paar Stangen, da kann man viel von Stange zu Stange schwingen und so. Es geht mehr auf den Oberkörper, auf die Arme, auf die Schultern. Nicht mehr so krass auf die Knie und auf den Rücken, damit wir Alon ein bisschen schonen. Gestern war es vielleicht ein bisschen viel für den ersten Tag, aber hier können wir auch ziemlich coole Sachen machen. Okay, als erste Übung machen wir jetzt den Lâché. Das ist auch eine Basic-Übung beim Parcours. Das ist einfach nur von Stange zu Stange schwingen oder von der Stange an eine Wand springen oder so. Kannst du dann auch später. Ja, das kann man immer mal wieder gebrauchen, wenn du am Baugerüst irgendwo in der Stadt
rumturnst. Okay. Sollte jetzt auf jeden Fall noch klappen, weil es geht nur auf die Arme eigentlich, nur auf den Oberkörper, nicht so auf die Knie. Also da sollten gar keine Probleme kommen. Ich zeig's dir einmal. Ja. Wichtig ist, dass du schön viel Schwung holst. Deswegen üben wir am Anfang einfach vielleicht erstmal dieses Schwingen, dass du da richtig mit Power reingehst. Ja. Und dann einfach, wenn die Füße vorne sind, loslassen die Stange, Füße nach hinten ziehen und vorne wieder rangreifen. Am besten solltest du halt so wieder an der Stange landen, dann kannst du gleich weiter schwingen. Ich zeig's dir einmal. Ja. Okay. Yeah! Also Salto mache ich jetzt erstmal nicht zum Schluss, oder? Nee, brauchst du nicht. Einfach nur erstmal von der Stange an die nächste. So. Ja, nicht schlecht. Das fällt dir gerade noch so. Du machst noch ein bisschen zu viel mit Kraft. Musst mehr entspannt sein in der Luft. Mehr Dynamik. Gar nicht so verkrampft. Einfach locker. Nicht so viel anspannen. Dann ist es leichter. Okay. Jetzt können wir noch was anderes machen. Ein Tic-Tac an der Wand und dann an die Stange ran. Zeig ich dir einmal. Das ist ganz einfach. Den kriegst du auf jeden Fall hin. Geafft. Ja, beim Stangentraining reißen öfter mal die Hände auf am Anfang. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, muss die Haut abgehärtet werden. Hat Alon auch schon zu spüren gekriegt, zeig mal her. Ein bisschen Blut ist schon da. Wieder mal ist ja schon bei mir Standard, beim CrossFit war das ja auch so, aber halt viel krasser. Naja, deswegen höre ich jetzt mal auf, würde ich mal sagen. Du machst noch ein bisschen weiter, oder? Ja, ich mache noch ein paar kleine Sachen hier für die Kamera. Aber ansonsten reicht es auch erstmal für 2 Tage Training, oder? Ja gut, und wenn man bald Dares sehen will, dann gibt es natürlich bei dir auf dem Channel auch einige Videos, Tutorials und so, wie man die ganzen Übungen ausführt und so, ne? Genau, also zu den meisten Sachen, die wir hier zusammen gemacht haben jetzt die Tage, findet ihr auch Tutorials bei mir auf dem Channel, Urban Amade heißt der. Und die Sachen sind für Anfänger gedacht, die meisten. Einfach nachmachen und ausprobieren und ihr werdet sehen, es macht Spaß und bringt auch was für die Kraft. Und übrigens Jungs, wenn ihr geile Tanktops haben wollt oder Fitnesskleidung, checkt man auf jeden Fall den Link in der Beschreibung, algfitness.com, da ist ein Shop und da könnt ihr die geile Gymsharks und so, die Sachen, die ich gestern anhatte, auch erwerben. Schon mal eine gute Sache. Und ich bedanke mich für die Zusammenarbeit. Wir sehen uns. Auf jeden Fall, bleibt dran, hast auf jeden Fall Talent. Ja. Beim nächsten Mal gibt es einen Doppelsalto von mir, wenn wir uns sehen. Ich übe jetzt zu Hause. Gut, bis dann. Alles klar, mach's gut. Ciao. Das ist die ganze Unreinheit, ich hasse das so nah, ey. Und ich würde mal sagen, wir legen hier jetzt gleich los. Hier sind einige, wie heißt das überhaupt hier? Okay, nochmal. Kameraattacke. Kamera-Gangbang.